Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren GTA Online Challenge. Ach, voll, das ist ja Red Dead. Red Dead, Peter. Okay, Peter, 1. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Red Dead Online Challenge mit dem Christian, dem Jonathan, oh, das ist dem Sebastian der GTA. Und mir, dem Peter. Hallo. Und heute spielen wir ein All-Time-Favorite Verstecken. Und wir haben uns hier in Valentine versammelt. Hallo, Sebastian. Und haben als Versteck Area, quasi die Häuser, die ihr jetzt hier gerade seht, ausgesucht, bis zu dem Weg dahinter. Das heißt, in den Häusern, auf den Häusern, keine Ahnung, irgendwo in dem Bereich. Also, darf man die Third Person auch abusen? Hab ich ja nicht gefragt, weil das ist ein kleiner Bereich. Achso, müssen wir uns in First Person verstecken? Das geht natürlich First Person, geht First Person? Natürlich. Also es geht. Oh, Entschuldigung, okay, wie geht das denn? Gut, die dickste Taste drücken, die auf dem Controller ist. Die man, ja, genau. Du also weißt echt nicht, wie man in First Person, Alter, wie viel hast du dieses Spiel gespielt? Ja, nicht allzu viel offensichtlich. No, First Person, ja cool, First Person verstecken, ja richtig. Der Sucher dann gesagt. Auch First Person suchen oder Keine. Third Person? Nee, der darf Third Person. Okay, alles klar, ich such mal als Erster. Finde ich euch ja nie. Macht das. Jeder, macht das, der Sucher bekommt immer 10 Minuten Zeit. Peter, gehst du in den Stall und versteckst dich da? Das ist eine ganz gute Idee. Peter, such doch. Kann er nicht einfach gegenüber irgendwo in ein Haus gehen? Ja, aber dann sieht er uns. Ich verstehe nicht, warum ich nicht mehr zuschlagen kann. Ging er nicht auf Kreis? Ich guck einfach in so. Nee, so ist doch gut. Ja. Oder so kann ich euch nicht sehen. Ja, so ist cool. Okay. Peter, aber nicht Fährten lesen, ne? Aber erstmal eine Minute jetzt runterlaufen. Achso, wir haben festgelegt, den nördlicheren Bereich um den Saloon an den Häusern. Hab ich schon erklärt. Okay. Ihr dürft euch verstecken in 3, 2, 1, go. Alter, das war schnell. Oh, Leute, ich war auf der Karte. Oh. Ich war schon unterwegs. Ja, und so gleicht sich das alles dann wieder aus. Okay, ich wollte gerade sagen, das ist dann wieder ausgeglichen. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Ja gut, ich ist ja jetzt nicht, ja wohl. Ich weiß nicht, wo ich hingehen soll. Oh mein Gott. Scheiße, die Tür ist zu. 20 Sekunden sind schon um. Kacke. Ihr habt noch 40, ja jetzt nur noch 35. Oh, ich verstecke mich auf dem Klo, das ist eine gute Idee. Da gehe ich als erstes hin, Sepp, du kennst mich. Oh, warte. Alter, da ist... Wir sehen noch hat und so aus. Ja, hat er mal auch. Was ist, wenn wir sterben? Dann versteckst dann du dich wieder neu. Wie kannst du sterben, Alter? Nee, bin ich noch nicht, aber... Epitermunition, nehme ich. Oh, ich bin irgendwo, ich bin nicht 52, irgendwo drin. 52, 53, 54, 56, 57, 58, die Tür 58, zu, Junge. 59. Eckstein, Eckstein, alles muss versteckt sein. Ich kann die Tür auch nicht mehr zumachen. Hey, das sucks. Das ist scheiße. Hier, ich hab's abgefunden, der liegt hier tot am Boden. Hey! Okay, Punkt für voll dich. Fudel. Ja, danke, danke. Hier liegen ganz viele Leute. Habt ihr irgendwie so eine... so eine Massaker, Peter. Ja, irgendwie hier, folge dieser Linie an Leichen. Und du wirst mich finden. Okay, dann gehen wir doch mal gucken. Wo seid ihr schon? Da hätte ich gerade einer fast mit dem Pferd überfahren. Das Problem ist, ihr könntet theoretisch auch einfach so wie ein NPC irgendwo rumstehen und potenziell würde ich an euch vorbeilaufen. Das wäre ganz witzig. Ja, genau, ich stehe eigentlich nämlich die ganze Zeit neben dir. Oh, fuck, jetzt fährt die Kutsche weg. Oh, oh. Okay, hier seid ihr noch nicht, ihr kleinen Schlawiner. Wo seid ihr denn? Was ist, wenn ich jetzt außerhalb des Bereichs bin? Was ist das denn jetzt hier schon wieder? What the hell? Ja, die Kutsche ist einfach weggefahren. Wer hat alle Leute im Saloon gekillt? Außer den Typen, der noch Klavier spielt. Der lebt doch. Hey, der ist wichtig, Peter, ja. Der spielt Klavier. Was ist denn gehen? Langsam laufen. Okay, wo seid ihr, Schlawiner? Alter! Peter, ich hab ein Problem. Der haut mir auf die Schnauze. Hey, langsam reindrücken ist... Ich wollte mich doch nur zu dir stellen, Moment, um unerkannt zu bleiben. Das ist Schleichen. Also linken Stick langsam reindrücken ist Schleichen. Einfach nur gehen ist einfach den Stick langsam bewegen. Hier ist eine Schießerei draußen. Jay, ich weiß gar nicht, wer auf dich schießt, ey. Ey, nicht auf mich schießen. Mir schießt keiner. Mir schießt keiner. Auf mich hat da keiner geschossen. Ich hab dich zweimal gehittet. Jetzt hat er mir auf die Schnauze gehauen, weil ich neben dem stand. Also komm. Ja, der hat halt. Ist ja keiner von euch. Ich dachte, ich hätte. Ich weiß nicht, ob das da unten einer von euch war, ehrlich gesagt. Aber vielleicht ist das so eine gute Idee, dass ich mir die aufheben will. Ah,
Da, ich hab dich, Jay! Ich hab dich! Scheiße, nein! Ich wusste, ich bin die ganze Zeit um dich herumgelaufen. Scheiße, ich hab die ganze Zeit durchs Fenster geguckt und hab dich gesucht. Ich war vorhin oben. Dass du warst vorhin oben, ich wusste doch, ja, dass da einer oben ist. Ja, du bist an mir vorbeigelaufen quasi. Oh mein Gott. Okay. Peter muss jedem richtig gut ins Gesicht gucken. Wie lange hab ich eigentlich noch? Ich muss mal auf meine Uhr hier gucken. Scheiße. Ah, ich hab doch Zeit satt. Zeit satt hab ich. Oh. Ist hier irgendjemand von euch kleinen Schweinchen? Das wusste ich noch gar nicht. Naja, also ich wurde gerade von Sebastian draußen beschossen. Ja, scheinbar. Hey, ja, das halt. Das hast du ja selber gesagt, Sepp, deswegen. Nee, Was ist denn Springen? Welche Taste? Viereck. Viereck, Jay. Viereck, du musst Viereck drücken, Jay. So, hier ist da bestimmt jemand. Puh. Nee, hier ist da ist einer mit einer goldenen Shotgun und nacktem Oberkörper, der hier rumläuft. Das ist nicht das normal, oder? Was macht der da? Christian, das bist du! Du! Was hat er getan? Ich hab gerade gedacht, so geil, er rennt einfach weiter. Du mieses Stück! Lol. Oh, lol, jetzt erschießt der Peter, was soll das denn? Der mit dem nackten Oberkörper geht jetzt right. Oh, Eskalation! Das war jetzt aber ganz schön asozial von dir, Christian. Aber ich hab dich gefunden. Ich habe an der Stelle vorher eben schon gestanden, aber dann fingen Leute an, auf mich einzuschlagen und ich musste kurz wegrennen. Fingen die Leute an, auf dich einzuschlagen. Okay, ich muss erst wieder kurz zum Suchfeld laufen. Ich kümmere aber mich bist mal. Bist du nicht mehr im Suchfeld, Peter? Ja, ich wurde erschossen. Oh, Kacke, jetzt kann gleich hinter mir stehen. Scheiße, jetzt weiß ich nicht mehr, wo der ist. Die Sache ist, der wird vielleicht gleich selbst suchen und dann erschießen. Ja, der sucht gar keinen, der schießt einfach auf den Leute. Ja, das ist super. Peter, was machst du denn da? Lass mich rein! Hast du mich gesehen? Komm, rein! Ich sehe Peter zumindest. Hallo Peter! Nee, da ist er nicht. Sir. Sicher? Wenn du weißt, mir wo kommst, knall ich dich eiskalt ab, ne? Ich hab keine Ahnung, wo der ist. Hey, Sepp, siehst du mich? Nee, ich seh dich nicht. Okay. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie Sepp aussieht. Weißt du, was der denn Sepp, Alter, ich seh dich da! Ich dachte gerade, weil ich dich nämlich nicht so richtig sehe. Ja, ich kann dich auch nicht richtig gut sehen, aber du bist so halb durchsichtig. Warum? Ja, genau. Ja, wahrscheinlich, weil hier Friendly Zone ist oder so. Jetzt sehe ich dich wieder richtig. Okay, ich habe alle gefunden hier. Scheiße, oh, jetzt muss ich auf wie lange hast du gebraucht? 4:52 steht jetzt noch auf der Uhr. Easy Game, Alter. Kage. Ist der noch da? Minute läuft. Ja, wieder hier. Okay, ja, cool. Ja, ich war noch nicht da. Ist der noch nicht mal da? Ja, okay, dann läuft super. Die Minute halt noch nicht. Ist super? Okay. Ja, hey, Christian hat gesagt, super, Jay. Minute läuft. Scheiße, darf ich überhaupt hin? Ja. Jetzt hab ich hier gerade. Scheiße, warum kommt jetzt so Kampfmusik? Hin? Nee, ja, ich frag mich gerade auch. Jetzt kommt die böse Gang und macht den Peter platt. Achso, du hast die auch? Ja, okay, Gang. Ich dachte schon, es wäre, weil. Mit dem auf die Schnauze hauen. Oh. Nicht gut! Haben wir extra oh, kacke, Fotos ich bin gestorben. Von denen gemacht. Warte mal, ich geh mal eben schnell in den Bereich wieder. Dash. Sei froh, dass ich noch nicht suche. Tschüss. Wenn du in 20 Sekunden nicht beim Bereich bist, hast du verloren. Okay. Guck mal, hier ist der Bereich, ne? Ja, hier ist der Bereich. Zehn. Okay. 9, 8, 7. 6, 5, 4, ich bin erschossen worden. 2, 1. Ich komme! Nee, nicht! So, bin neu gespawnt. Wo bin ich? Ja, was machen wir jetzt? Oh, Kacke. Hab ich jetzt Christian schon direkt gefunden? Weiß nicht, sie sind? Und Christian nicht, ist in dem Bereich. Er ist jetzt ja außerhalb der Zone, dann kann ich ihn ja wahrscheinlich nicht sehen. Also, dann soll halt wieder reingerannt kommen. Ich bin ja auch erschossen worden und dann lief die Zeit einfach weiter. Das ist ja. Das wollen wir jetzt mal nicht so. Aber du bist hier nicht gerade irgendwo beim Friseur, da dürftet ihr ja nicht drin sein, ne? Das wäre ein bisschen doof. So, wo seid ihr denn? Nee, alles gut.
Hä? Kann ich die aufmachen? Nee, mach mal nicht, Junge. Scheiße. Okay, hier ist er auch nicht. What the fuck? Was ist denn da hinten rum? Ist das Peter? Nee. Ist das Peter? Hallo Peter. Wo seid ihr denn, ihr Stricher? Das ist auch nicht. Nee, die Türen alle nicht auf. Get out of here. Dem kenne ich. Da keine Haare. Könnte ich auch sein. Jeder hat dann nicht so viele Haare bei seinem Charakter. Hey, wieso kann ich denn... Ja, doch. Echt? Noch genug. Peter, wer du warst gerade beim Friseur und hast du die Haare abrasiert, ja? Das war fick geil. Ich dich. Mal eben ein neues Outfit. Da war nämlich irgendeiner im Friseur drin. Ich weiß nicht. Der Friseur? Wieso haben wir gesagt, das dürfen wir nicht? Mich verarschen? Man konnte dich erst im Friseur-Ding gar nicht sehen. Bist du nicht? Was? Ich bin nicht beim Friseur. Ich glaube, ich bin noch tot. Bist du das hier? Ja, das bin ich. What the fuck? Okay, hast du wirklich dein Aussehen geändert? Ich hab deine Haare geändert. Bist du das für ein lamer geiler Typ, Spacko. Ja, das hätte von Jay sein können, ey. Jay, sorry. Hätte von Jay sein können. Hast mich doch direkt gefunden als Ersten. Oh, Schweinchen. Boah, ist ganz schön eng hier. Wo ist der Jay? Scheiße, jetzt bugge ich schon wieder. Ist ganz schön eng hier. Wo bist Moment, du Moment, da wollte ich mich auch mal verstecken. Oder? Fest. Zu hier drin? Nein. Okay. Glaube nicht. Peter, du bist jetzt gefunden, ne? Ich hab's aber noch nicht gesehen. Oh Kacke, da gibt's ja noch einen Saloon. Bin ich in dem richtigen? Muss man sich eigentlich durchgehend bewegen oder wird man irgendwann gekickt? Oder so reicht's, wenn ich halt. Frage. Ich würde einfach keine Ahnung. Ja, du müsstest ja. Lol. Also ich hoffe, es reicht, wenn man quasi nach links und rechts guckt. Alter, Spiel ist ja schnell. Hey, reitest du gerade durch die Gegend? Das ist Pilla. Hier sehe ich auch schon. Hier gibt es so viele... Alter, Hell-Dunkel-Vergleich hier, ne? Ah, ich glaube, ich... Sie haben auch keine NPCs. Knall also einfach ein Schwein ab hier. Einfach aus Frust. Da, Old Spot Schwein. BAM! Oh, ist tot! Wer hätte das gedacht? Scheiße! Schieß dem Schwein in den Kopf, oh Gott. Oh, und sein Kind ist. Oh nein! Oh, verdammt! Oh, und der Papa, der ist ganz traurig. Oh, Peter ist gerade hingefallen. Yo, ich wurde gerade erschossen. Wieso werde ich immer erschossen? Nee, das ist. Oh, Jay! Du hast nicht die Schweine getötet. Kannst nicht machen. The fuck? Jay, jetzt nimm die heute die wenigstens, damit das Fleisch noch weiterverwendet wird und ihr Leben einen Sinn hat. Das ist echt ein Problem. Entweder bewege ich mich jetzt hier weg oder ich glaube, ich werde gleich von dem Typen, der hier dich so massakriert, erschossen. Das ist... Ja, das ist halt so wie im echten Wilden Westen. Aber ich finde meinen Versteck so gut. Jay, hast du jetzt die Schweine endlich enthäutet? Ja, ich hab die enthäutet. Okay. Wieso liegen die dann da noch? Nee, ich hab die enthäutet. Ja, wieso liegen die denn dann noch? Nee, tun die nicht. Selbst ich hab dich. Was? Oh nein! Oh, Mist! Da kann ich halt gut orten, wenn du schießt. Ich dachte, ich könnte dich von da aus erkennen, aber hab ich leider nicht. So, nee, ich hab mich Christian. Dann schnell versteckt, nachdem ich gesehen hab, dass du hingerannt bist. Oh. Ja, ja, Adventure-Map-Style hier. Genauso bin ich nämlich vorhin gestorben. Christian sagt, es wäre eng irgendwo. Mein Weißabgleich ist nicht so toll. Ich glaube, das muss ich mal machen. Ich glaube, Christian ist in der Mumu deiner Mutter, Jay. Meinst du das? Oder in deinem Arsch. Bin mir da auch. Der ist eng. Bisschen weniger gelb so. Ist der wen? Oh, hi, Christian. Nee, das ist gut. LOL!
Fuck you, oh, ich glaub, Jay Basti. Er hat mich schon abgeknallt, die Sau. Das ist kein Problem. Ich bin auch abgeknallt worden. Ich bleib einfach fair da, wo ich die ganze Zeit bin. Ja, ich hoffe, der Typ, der geht dich nicht jagen, ey. So ein Spacko hier. Aber. Scheiße. Ich hätte auch gerne so ein Hot Meal. Das wäre ganz gut. Ich hab ein bisschen Hunger. Kann man eigentlich die Bank ausrauben? Ah. Nee, du kannst hier im Multiplayer leider gar nichts ausrauben. Oh, jetzt schießt der mich schon wieder ab, Mann. Bis da bist du, Christian, oder? Auf der Bank? Christian sitzt da einfach. Ja. LOL! What the Wie fuck? Geil! Okay. Okay, das war 5 nice. 5 Minuten 34, Jonathan. 3 Minuten 34 habe ich bei mir noch auf der. Das sind nicht 5 Minuten, Peter. What the fuck? Okay. Ich hab genau gestoppt. Okay, dann geht's los. 3, 2, 1, go! Versteckt euch, ihr kleinen Nudeln. Ah ja, Moment. Fiddly-Nudel. Ja. Ich werde euch gleich von Ego-Perspektive gehen. Ah. Solange ich noch nicht suche, macht das ja noch keine Relevanz. Was bist du denn für ein cooler Typ, ey? Ist das der Peter, der neben mir herläuft hier? Nee. Oh. Da kann man rein. Aber ja? Nur, das bleibt offen. Ja, ja. Ah, okay. Ah, das ist ja doof, Peter. Okay, noch 15 Sekunden, Jungs. Macht euch bereit. Ich muss danach erst noch meinen Timer wieder umstellen. Vielleicht habt ihr ein paar Sekunden länger. 3, 2, 1. Ich stelle meinen Timer um. Du bist tot. Christian, wie machst du das immer? Okay, ich lauf noch nicht los, Christian. Du hast ja die Chance, dich zu verstecken. Warte mal, wo bin ich denn? Nee, ich bin schon wieder da in dem Bereich. Alles super. Okay, also meine 10 Minuten laufen ab jetzt. Da. Wer ist denn? Also Christian, seine Idee war ja schon übelst nice. Schon. Eventuell bin ich erschossen worden. Peter, oder? An dem Klavier. Peter, hast du dich schon wieder umbemodelt? Nein, das war nur einmal für den Joke. Peter, liegst du ja tot auf dem Boden? Nein, das war nur einmal für den Joke. Nee, Quatsch. Der Barbier. Das wäre krass, wenn man das hinkriegen würde. Oh, es ist hell draußen. Ja, das ist schon außerhalb. Oh, Peter ist auf dem Pott, da wollte er sich doch verstecken. Wieso bist du so Peter fixiert? Such doch mal die anderen. Peter muss immer zuerst gefunden werden. Ich hab das beste Versteck heute. War ich vorher? Depp wird mich nie finden. Wer sitzt denn hier in der Ecke? Peter? Scheiße, wieso kommst du hier hin, du mieses Stück? Oh Mann, ey! Oh, mein Spiel ist, ich wurde rausgeschmissen. Okay, wir pausieren mal eben kurz. Ich bin wieder da. Und es geht weiter in 3, 2, 1, go. So. Hier war ich ja gerade drin. Ja, Sepp, guck mal, wie cool ich meine Waffe wegstellen kann. Ist der Jay hier auf der Kutsche? Jay? Was denn? Komm mal da runter. LOL! Ist ja okay. Okay, das ist aber auch ein nice try auf jeden Fall. Scheiße, okay, Mann. Das war nice. Fuck. Das war cool, aber das war halt zu, du bist halt zu auffällig mit deinem blauen Hemd, das ist einfach... Ich hab mich so schnell gefunden, das ist scheiße. Ich bin die ganze Zeit hier gekreist, ich hab 2 Runden gefahren. Und ach, ich bin cool, Runden ja, dann hab ich dich vorhin bestimmt aber auch übersehen. Hier fehlt noch Christian, wo ist der denn? Da hier rein? Da kann man nicht rein. Immer. Da ist einer tot. Okay, immer getötet. Okay. Entschuldigung, ich dachte, du wärst ein NPC. Habe ich mich wieder vertan. Du sahst gerade auch anders aus, als ich dich verstecken gesucht, als Verstecken gesucht habe. Kam beim Sheriff in den Knast rein? Ja, auch ein tolles Versteck. Bei mir war der leer. Ja, aber da bleiben die Türen auf. Das ist ein bisschen doof. Ah, okay. Also zumindest die Zellentür, die kannst du nicht zumachen, weil die zu nah an der Wand ist. Mhm. Was will er hier, Jay? Dunkel hier.
Das sieht nicht gut aus. Das ist ja auch niedlich. Was macht der da? Ja, weiß ich noch nicht so ganz. Hau ab. Wie er mit dem Lasso schwingt. Verpiss dich, Mann. Oh, daneben. Oh, nice try, aber. Verpiss dich. Ja. Fuck you. Oh, Arschloch. Oh, Jay. Oh, Jay ist tot. Noch nicht. Ficker. Nein! Ach, dann war Jay seine alte Leiche, die hier lag. No, du bist bei mir voll geleckt, Alter. Wo ist denn Christian jetzt? Oh nein. Wo denn jetzt hin? Hier, bei mir im Haus. Kleiner Ficker. Oh Gott, der erwartet dich. Oh Gott, da ist er. Der, oh, das! Ja, Mann! Oh nee, nicht die Leiche aufheben, du Dulli! Mann, die Steuerung von dem Spiel ist doch scheiße! Was soll das denn? Kann auch nicht hin. Kann ihn jetzt. Christian! Was ist denn raus? Er ist in den Saloon gelaufen. Draußen. Wieso hat die Tür hier gewabbelt? Na komm. Mensch. Deinem scheiß Lasse. Da ist eine Alte. Aber das ist nicht Christian, die hat ein Kleid an. Ja. Ich hab auch ein Kleid an. Warte auf ja, aber so ein Kleid. Weißt du? Was hat der jetzt? Hä? Christian könnte auch in irgendeinem Busch sitzen. Das wird wahrscheinlich auch funktionieren. Oh. Er hat mich fast. Aber du bist nicht deine Leiche, oder? Das geht nicht, ne? Du kannst dich nicht einfach auf den Boden hinlegen. Man kann sich leider nicht hinlegen. Er packt dich aber auch nie ein, Jay, wa? Er lässt sich dann Busch einfach nur mit der Erniedrigung leben. Oh, das ist gut. Oh, das mache ich gleich. Das ist ja ein super Versteck. Ja, so, Kollege. Nass kann man nie einbrechen. Jetzt hab ich dich, guck, mein Freund. So, was mach ich jetzt mit dir? Oh, Christian. Aufheben. Du hast aber nicht Christian gerade eingezogen. Nein, hat er nicht. Was war denn hier? Da, da ist er! Der ist einfach da, wo Peter vorhin war. Der und Christian. Die Wassertröge hier. Oh, ich muss einkaufen. Hallo. Okay, ich habe noch 4 Minuten 38 auf der Uhr. Verdammt, da hat doch noch 4 Minuten. Peter, warum merkst du dir nicht deine eigene Zeit, du fucking Dulli? Dafür ist Peter letzter. Schreib mal 4:38 für mich auf, damit ich mir das merken kann. Das ist nämlich eigentlich. Mach ich denn schwer jetzt mit ihm? Ich gehe jetzt mit, so. Ich geh mich mit ihm verstecken. Und dann ist Christian dran, ne? Christian, ja. Du bist jetzt der Letzte, der das suchen muss. Ja, stimmt, danke schön, da Peter. Guck mal, Peter, ich hab Carpador gefunden. Nee, Peter, ich muss gerade Sepp. Komm schnell zu mir, Peter. Nein, ich muss mich gerade um Sepp kümmern. Komm schnell zu mir, schnell, komm, Peter, komm. Na, ich weiß nicht, wo du bist, gelernt. Wo bist du denn? Peter, jetzt ist frei. Na, jetzt hast du es verkackt. Ja, denn guck mir das nochmal in der Folge an, okay? Toll, Peter, ich seh nicht. Okay, eine Minute läuft ab jetzt. Oh, geil. Richtig gutes Versteck gehabt. Jetzt darf ich aber Third Person benutzen, oder? Ja. Oh ja, wird nicht. Ey, Jay, geh weg! Mein super mega Versteck hier. Piss dich. Ey, bist du da drin? Oh, Peter! Was machst du denn da? Wieso hab ich keine Lampe? Scheiße, wieso geht das nicht? Ah, nee. Scheiß Ernst, dass ihr alle da hin wolltet? Hey, what the fuck? Das Scheiße. Ich wurde gefangen! Nicht mich fangen! Hat Jay dich gefangen? Nee. Eigentlich. Ich bin unschuldig! Oh Jay, was machst du denn da? Oder zu mir? Ich denn da? Hier ist hier wo bist schön. Du denn? Wir sehen mal, wo du bist. Sehe ich dich? Ja, ah, ja, guck da. See you. Aber ich habe hier Probleme. Kannst du mir helfen? Alles klar, ich komme. Nee, ach fuck, ey, das geht nicht. Oh. Lalalala. Aha, geduckt. Hast mich nicht getroffen. Oh. Aha, also, wieder nicht. Also, das ist hurendunkel. Du sagst, oh, das ist eine Frau.
Ein Hurendunkel. Okay, ich glaube, der Typ hat mich verloren, der mich einseilen wollte. Einseilen. Einseifen? Ja, einseifen. Ja. Soll ich sein Herz brechen? Oh, gut, dass es trocken ist hier, ey. Ich mag nämlich keinen Regen. Ah, ne, Moment, ja. Entschuldigung. Ah, wir sind nicht auf Twitch, ne? Oh. Witz! Entschuldigung, Disclaimer. Ne? Oh, fuck! Oh, Peter, was machst du denn da? Peter, was machst du denn? Ihr werdet nämlich gestorben. Hallo, Christian. Ja, ja, das macht nichts, Peter. Ich bin ja auch mal verreckt. Ich lauf einfach wieder rein. Schnell in die Zone. Hm. Oh, Jay, was ist denn jetzt hier vorne und hinten? Hier ist, glaube ich, richtig. Was mach ich denn da? Du bewegst dich doch, oder? Da bewege ich mich. Alter, wer war das denn? Peter! Oh fuck, ich wurde schon wieder gelassen! Peter wurde gefangen! Aber immerhin innerhalb der Zone. Ja, boah, immerhin. Peter, soll ich dich retten? Ja, weiß ich nicht, dann zeigst du bestimmt, wo du. Oh shit! Was passiert hier? Seit wann bist du für Noob? Was denn da? Ich glaube, ich gerade in der Sheriff-Bude. Oh nein, er hat mich! Peter! Rette mich! Ja. Flucht! Das ist der Erste. Peter! Das ist Jay. Nein! Peter, du Arsch! Du rennst doch einfach hier vorbei. Oh fuck me, Alter! Ich dachte, ja, du bist woanders. Das kommt davon, wenn du hier mir nicht hilfst. Hast du gesagt, du gerade da in der Bude? So ein Noob wie du wird dann halt getamed. Ich dachte, du wärst da reingegangen. Und wärst da war ich ja auch. Da bin ich wieder rausgekommen. Oh Mann, ey. Ja, dann laufe ich dir jetzt hinterher. Nein. Warte mal, hier ging's. Ja. Muss ich ja sehen. Oh Mann, ey. Peter, ey. Danke, Sepp. Hier sind ganz schön viele Leichen. Lol, das bin ich? Peter ist auch kein Ehrenbruder hier. Wieso werde ich schon wieder belastet? Geh mir am Sack, Alter! Der ist im Weg. Ich stehe dir gar nicht im Weg. Da! Die ganze Zeit her. Nee, das bin ich nicht. Ich weiß. Ja, Peter, was machst denn du da? Das ist Wolf Girl 83. Der geht mir richtig hart am Sack, Peter, der Dude. Weil der macht immer die Türen so auf. Fuck, ich hab dich verloren. Ach, da bist du. Du stehst vor mir. Mach die Kriegsreporter. Oh nein. Ich hab ihn vielleicht getötet, Peter. Oh. Oh, das ist gut, dann ist hier Sepp. Nein! Hallo. Vor den Ach, Augen komm, erschossen! Ich hab ihn getötet! Wichser. Der blöde Wichser hat mich verraten, ey! Du hast ihn doch erschossen! Ich hab nur den Schuss gesehen! Das ist doch Kacke. Peter jetzt gewesen! Ja, der geht, die ganze, der geht uns die ganze Zeit auf den Sack hier! Der hat uns die ganze Zeit gelassen, die Sau! So, aber Peter ist schon wieder am Start, ne? Ja, ja, schon lange! Ja, okay. Hm, das ist jetzt blöd. Verstecken geht, glaube ich, hier sogar besser im Spiel Junge als bei GTA, finde ich. Ja, es gibt mehr Sachen, ne, wo man sich sneaky reinverstecken kann. Klettern, ja, ein bisschen öffnen. Ja, das mit dem Klettern funktioniert nicht immer so gut, muss ich sagen. Eventuell bin ich daran gestorben, dass ich wohl runtergefallen bin. Ja, aber es gibt ja lustige, aber das hast du ja, das ist ja wiederum das Geile an dem Spiel halt auch. Unter anderem bin ich beim Suchen vom Dach gefallen. Und ich beim Verstecken. Ja, guck mal. Alter, siehst du abgegriffelt aus, Christian. Da schießt jemand. Was hast du denn von mir? Ja, der blöde Arsch schießt auf mich, er will mich töten. Verstecken. Ach, Glück gehabt. Hey, Herr Peter, was ist das? Ich hab mich geschossen. Hallo, wie geht's Ihnen? Peter, hast du ein Bier in der Hand? Würde mich nicht wundern. Meinst du im Spiel jetzt gerade, oder? Ja. Achso, nee, dann nicht. Ich bin gerade mit dem Bier abgehauen. Dammit. Wieso fragst du, ob ich ein Bier in der Hand hab? Hier ist so ein Typ, der sieht genau aus wie du, aber der hat ein Bier in der Hand. Das bin ich nicht. Aber der ist jetzt weg, Christian. Oder? Was Lady? Laberst du? Also keine Ahnung, ob der weg ist. Vielleicht ist der nur da. Vielleicht auch nicht.
Vielleicht geht diese Tür nicht auf. Aber, oh, diese Tür geht auch nicht auf. Und ich muss kurz pausieren. Alter, what the fuck? Alter! Schon, ey! Alter! Alter! Ja, das war's mit dir, ne? So, Peter, bist du bereit? Dann kann ich die Uhr weiterlaufen lassen. Bin bereit. Oh. Okay, ich bin gestorben, weil mich gerade jemand getötet hat. Ja, dann können wir eh kurz warten. Oh, wobei, boah, ich darf jetzt nicht... Ich hoffe, ich sehe dich jetzt nicht. Ich stelle mich einfach in Stein. Okay, 3, 2, 1, weiter. Okay, ich bin gelastet worden. Stimmt nicht mit den Leuten! Warum wollen die einen alle töten? Das ist eine gute Frage. Oh, ich bin auch gelastet worden. Mach mal wieder meinen Hut an. Da, what the fuck? Was ist hier los gerade? Der dicke blonde Junge. Jetzt bin ich auch. Ich bin voll mit Schlamm. Wieso kommt jetzt die Klopfmusik? Na, Dicker, fesseln wir dich mal. Muah, das ist Peter! Was? Der hat mich gelogen. Alter! Machst du mich fertig? Ich wollte gerade nur sagen, ich bin der Meister des Versteckens. Du wirst mich niemals finden. Und genau in der Sekunde sagst du, da ist Peter! Peter. Tja, wenn ich jetzt mal wüsste, kann man ein Bier in die Hand nehmen? Scheiße. Ich fange mal die ganzen Peter, bösen Leute hier, die euch hier auf den Sack gehen. Also ich habe nicht mein Aussehen verändert, ne? Ich bin immer noch der blonde Junge. Kann sein, dass ich jetzt... Das Problem ist, hier laufen nur blonde Jungen rum. Kann sein, dass ich jetzt eine Mütze auf habe, ne? Weiß ich nicht. Wie weiß Nein. ich nicht? Ja, ich bin der Ego-Perspektive. Ja, du bist ja der Ego-Perspektive. Moment, du bist nicht gerade vor mir hier rausgeschlichen, oder? Hat er nicht. Also bei mir hat er keins auf. Ja, okay, alles klar. Das wäre so geil gewesen. Ey, Moment, jetzt hab ich mir. Moment, nee, der ist. Boah, ich erschieße jetzt hier einfach alle. Ach, scheiße, ich habe schon vergessen, wo ich schon geguckt habe. Und töten. Töten. Ach, hier kann ich nicht töten. Ah, hier kann ich ja aufheben. Ich mach jetzt einen Leichenhaufen von den Spackos hier. Verbrennt die. Ja, mach die mal alle weg. Nee, Alter, ich verbrenne die Leiche von denen. Ah, ich schmeiß mal hier alles mit drauf. Guck mal, ich hol deine Leiche auch noch. Ja, bist du gar nicht. Aua! Ah, das Pferd hat mich weggekickt. Was ist falsch mit dir? Was? Warum? Und dann können wir die nachher hier schön alle abfackeln. Der Peter. Irgendwo, wo du nicht bist, hoffentlich. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Ah, die nächste Stadt. Brenn, du Leiche! Oh, what the fuck! Holy shit, habe ich mich erschrocken! Hat er dich gefunden, ey, ne? Nee. Ja, wie hast du die abgefackelt? Haben wir ein... Leute, die Leiche ist einfach weg. Also, da ist sie. Aber nicht mich töten! Nein, nicht mich! Oh. Petri Vanoviakiala hat dich umgebracht. Oh, heißt, du bist tot. Dave, wie können wir denn die Leute hier wegmachen? Ja, er hat mich getötet. Ich bin aber sofort wieder drin. Also kannst du auf Pause drücken, von mir aus. Bin jetzt wieder drin. Okay. Umgebracht. Aha. Kann man denn hier. Da ist ein Lampe. Wait. Da, so, jetzt fackeln wir die ab hier alle. Du bist da kann die werfen? Nee, das ja, nicht treten, sehen. Nein! Was ist das denn da für eine Scheiße? Ich will die abfackeln! Okay, jetzt kann natürlich Peter wieder überall sein, da wo ich schon geguckt habe. Da war ich vorher, glaube ich, auch schon. Ich habe mich immer die ganze Zeit bewegt. Warte mal, bleib mal stehen. Stell dich mal drauf, bleib mal stehen. Oh, warte mal, das ist eine gute Idee. Jo. Beweg dich nicht. Ja. Nein! Die gehen nicht kaputt. Peter ist. Da mochte dich einer nicht, Jay. Sorry auch. Hallo, Peter. Oh! Hallo! Scheiße! Hast du ihn? Ja, er hat mich! Scheiße! Wo warst du denn? Jetzt zum Schluss war ich auf dem Dach drauf. Ah. Davor war ich immer an verschiedenen Orten. Wie viele Minuten hast du denn, Chris? Keine Ahnung, ich habe noch 40 Sekunden oder so. Ah, okay, das war dann knapp, ey. Ja, Sepp, ja, GZ, ey. Oh, was? Hab ich.
Und, ah ja, stimmt, Jay hat ja länger gebraucht. Jay hat ja nicht 5 Minuten. Ich habe auf jeden Fall länger gebraucht. Ja, Peter schummelt sich einfach die 4 Minuten. Nee, ich hatte irgendwann mit 4 Minuten, nee, aber ich sag... Watt mit 4 Minuten. Ja, ich könnte jetzt in die Aufnahme gucken, aber ich sag einfach mal, Sepp, du warst ein guter Sucher. Ihren Bruder, der Peter. Ja, genau. Deswegen darfst du jetzt auch den Leuten auf Wiedersehen sagen. Das, ja, weißt, das hast du gewonnen. Wenn es euch gefallen hat, Schatzig, ne? Lasst ein Däumchen da und wir sehen uns bei einer weiteren Red Dead Redemption Online Challenge. Ciao. Tschüss. Tschüss. Nee, nicht das Pferd erschießen.